muss auch echt einen Euro zahlen. Du musst einen Euro zahlen. Gesichtskontrolle. Sexistische Kackscheiße auch ein bisschen. Ja, das ist sexgesichtliche Kackscheiße. Herzliches Auf und willkommen zur Tour des Jahres, Alter. Blackout Problems, Fever 333 und fucking Ender Shikari. Bocklevel ist auf jeden Fall doll, auch wenn ich heute wieder Pitverbot habe. Weil ich war am Samstag schon bei derselben Konstellation in Köln. Und der Mario von den Blackies ist leider ein bisschen schwerer, als er aussieht. Geil, aber ich denke, damit kann ich schon in den Pit gehen, oder? Klar, probier mal. Bier drauf kippen. Achso, wer hat denn jetzt eigentlich, wer will denn die schönen T-Shirts vorführen? Oh yes, ausziehen. Ausziehen, ausziehen, ausziehen. Oh yeah, Hallöchen. Oh yeah. Jawohl, das gibt's auch in Rot und in Schwarz und in Schwarz. Conny, wo sehen wir uns? In der Vorne über der Bühne, im Pit, würde ich sagen. Oh. Die Ticketmafia ist mal wieder direkt am Start. Was hast du jetzt bezahlt? DVDs. Na, aktuell ein 20, eigentlich ein 10er. Mal gucken, ob noch PayPal zurückkommt. Okay. War ein bisschen kompliziert. Junge, die Fansammler sind so aggro hier, das ist echt der Wahnsinn. Ich find's gemein, wie du mit mir redest, Mann. Gehen wir rein jetzt? Gehen wir rein. Dann haben wir noch Bier. Das ist eigentlich komisch, dass die hier Werbung fürs Highfield machen. Try it. Die Review kommt noch im März. Diesmal wirklich, ich verspreche es. Also wir sind jetzt auf jeden Fall mal alle reingekommen. Miri, Conny und ich haben jetzt wieder nur einen 10er bezahlt. Sehr schön. Jetzt nochmal pissen und dann Blackies, aber geil. Bäche. This isn't a urinal, is it? Soll noch was sagen? Ich nicht. Hallo. Willst du jemanden grüßen? Ich grüße meine Oma. Wie heißt die? Christa. Christa, wir fangen jetzt an und wir hören nicht mehr auf, bis alle Knie kaputt sind. Einmal erwärmen, Erwärmung nicht vergessen. Ja, so ist es gut. Jawohl. Es ist Zeit für unseren Hüftschwung. Schön die Hüfte kreisen lassen. Damit dasselbe wie am Samstag nicht nochmal passiert. Aber ich glaube, ich scheiß einfach drauf. Ich habe 3 Bier getrunken. Ich fühle mich ready für den Pit. Okay, let's go. Sorry, Sänger ist verloren gegangen. Sind wir wieder da? Let's go. I choose my words, you choose your weapons. Take it back now, well. Hard hit, hard rock. Yeah.
wo bin ich? Was mache ich? Alter, das war so schweinegeil. Also ich würde sagen, aus der halben Stunde haben wir auf jeden Fall das Maximum rausgeholt. Fieber zum Runterkommen jetzt. Würdest du sagen, ohne uns wäre kein Pit gewesen? Ohne uns wäre kein Pit gewesen, auf gar keinen Fall. Also haben wir gut gemacht. Können wir mal hier... Dit ist Berlin, weißt du? Da gibt es halt keinen Pit bei der ersten Vorwand, wenn der Pit-Report eine Nähe aufmacht. So. In Köln war das anders so, da musste ich gar nichts dazu tun, da ging das halt schon so ab wie die Hölle. Das war ein hervorragender Pit. Sehr angenehm. Das war wirklich sehr angenehm, das ging sogar mit kaputten Knie noch klar. Ja, also Headliner ist durch, machen wir heim? Schon, ja. Ja, war auch geil genug, die halbe Stunde hat sich auf jeden Fall gelohnt hochzufahren und sich das Knie weiter zu zerstören. Zu Fieber mal wieder bei Kong Report. Aber wenn wir schon mal hier sind, ich war noch nie hier oben, muss man vielleicht auch mal auschecken. Oh Scheiße, die haben auch schon angefangen. You do not know what that feels like. I do not know what that feels like. But in the name of humanity, I will say this. That this band will and will continue to and always has stand for the oppressed. And right now, the Palestinian people are the oppressed people. What did you expect? For God? And what did you expect? We as a band want to make sure that the women in this room tonight understand that we see you, that we appreciate you, and to experience or at least understand the experience you have in this world. And we get a better fucking chance of doing it by having a queen like this on stage with us, Miss April K. One thing I do want to say, the Answer Shikari fans that are seeing us for the first time, you are so open-minded, you are so welcoming, you are so thoughtful. We just want to say thank you to the new friends. I actually tried to move my family to this city in 2020, and then the pandemic happened, so we weren't able to. But the reason I wanted to come here is because I felt comfortable in what I think, and what I feel, and who I am. Kranke Band einfach nur, ey. Man muss einfach sagen, die Kombo aus Blackout Problems, Fieber 333 und Enter Shikari ist ein Match made in heaven. Die haben alle drei so eine Macke im positivsten Sinne. Au! Au! Wie war der Pit? Geil! Ja, echt? Also es ist eng auf jeden Fall und der geht? Ja. Der geht gar nicht. Ja, okay. Aber ja, ich glaube, dann bleibe ich lieber oben. Amon, du fandst ihn ein bisschen geil? Ich fand ihn schon sehr, sehr geil, aber der Pit war einfach ein bisschen sehr zu voll. Von oben, wenn ich mir den Pit jetzt angesucht habe, würde ich nicht nochmal runtergehen. Also es wird halt vor allem bei Shikari jetzt auch nicht besser werden. Nee, das ist halt das Ding. Ne? Ich Angst. Also ich glaube, ich bleibe mindestens erstmal da oben, wo wir jetzt waren. Weil da habe ich wenigstens ein bisschen Platz, meine Arme zu schwingen während Meltdown. Und dann schauen wir mal, was passiert. Was haut mir zurück, Junge? Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß, meine kleinen Schäfchen. Wir sehen uns im Pit. Vertretet mich würdig. Wir sehen uns auf dem Balkon. Ja, Balkon Report. Ja, das ist schon mal. Oh, es tut schon weh, nicht in den Pit zu können. Aber ich glaube, ich habe es vielleicht vorhin bei den Blackies auch ein bisschen drauf angelegt, dass ich jetzt nicht nochmal in den Pit kann. Aber es war es auch wert. Es war schweinegeil. Deswegen heute mal wieder bei Kong Report. Like, Comment, Subscribe, würde ich mal sagen. Ich schwöre, ich werde mir Mühe geben, für den Sommer wieder fit zu sein, wollte ich sagen.
There was a house in a field on the side of a cliff, and the waves crashing below were just said to be a myth. So they ignored the warnings from the ships in the docks. Now the house on the cliff is the wreckage on the rocks. So is this such an exciting time to be alive? Our generation's gotta fight to survive. It's in your hands now. The future, our future, our future. Extra grateful for this safety, for this sense of love, for this sense of community, for this sense of human connection that we have tonight. I am very grateful for that. Thank you for turning up and thank you for filling this with us. Go buy it, support that band. Fucking legends. Fucking legends, oh yeah. I hope you enjoy this cityscape and I'm going to serenade you for a little while.
Us pointing the finger at each other instead of pointing the finger at them in power. Always remember that. They want us divided. Dank, dass Sie sich für das Bremer Hotel entschieden haben. Wir freuen uns, dass Sie Ihren Aufenthalt bei uns genossen haben. Wenn Sie diesen gerne verlängern möchten oder einen späten Check-out buchen wollen, schreien Sie bitte, was jetzt? Ich habe Sie leider nicht verstanden. Na ja, probieren wir es noch einmal. Schreien Sie bitte, fit ja. Okay, wir verlängern Ihren Aufenthalt. Aber du willst mir doch nicht wirklich erzählen, dass die It Hurts aus dem Set geschmissen haben, oder? Wahrscheinlich schon. So weil in Köln kam das jetzt schon vor 2 Liedern. Your energy in this last song, okay? I need it. I would like you once again to make some noise for Blackout Problems right now. Fuck yeah! Wonderful people making wonderful music, and their album is out this week. Make sure you check it out. I'm on one of the tracks. It's an amazing album. And please make some noise for Fever 333. And we've just been spoiled, basically. We've been spoiled. It's not often you get to tour with bands that you not only love their music, but you love them as people, you respect them, and it's been amazing. So thank you so much for allowing us to tour your wonderful country. We have one last song and one last kiss. Oh, nee, Alter. Wir haben's echt rausgelassen. Fuck my life, Alter.
mich kennt, kotzen. Ja, war scheiße, sie haben mit Hertz nicht gespielt. Kackkonzert. Ja, 0 von 10. 0 von 10. Okay. Ja, hab ich auch gedacht. Ja, dafür war die Location zu klein. Künstlerische Freiheit. Genau. Nee, aber ohne Scheiß. Ich lieb die Band schon sehr doll auf jeden Fall. Das ist schon echt ultra. Balkon Report hat mal wieder abgeliefert. Das mit dem Knie, das, ich hab echt Angst um dich. Wenn ja. Das weitergeht, ey, lass es. Wir tun mal so, als wäre es nur eine Prellung und als wäre das nie ein übelster Fehler gewesen, heute bei den Blackies den Pit aufzumachen. Alle raus, reicht, wir müssen hier sauber machen jetzt. Raus mit den Viecher. Raus mit den Viecher. Aber man muss mal sagen, der Balkon in der Columbia-Halle ist ziemlich nice. Weil du siehst von überall, du siehst halt von überall echt ziemlich gut. Gut, der Sound war jetzt da drüben, wo wir waren, nee, ideal, aber es war immer noch besser als im Haus Auensee, egal wo. Von daher. Hattest du das Konzert auch so scheiße wie ich? Die haben mit Hertz nicht gespielt. Die haben Arguing nicht gespielt. Was? Was haben sie nicht gespielt? Ja, das haben sie aber in Köln auch nicht gespielt. Nee, ja, trotzdem. Wie war der Pit? Eng, sagen wir mal so, eng. Es sah von oben gar nicht so schlimm aus, aber... Naja, man hatte sehr wenig Platz. Wie fandest du es denn jetzt? Richtig geil, ey, ja. Leute. Richtig geiles Konzert. Hast du dich komplett zerfickt? Ich hab mich richtig zerfickt. Geil. Mitten im Pit, bis zum Schluss. Und wie fandest du den Pit? Naja, also der von Shikari war deutlich besser als der von Fieber. Aber Blacky ist natürlich, wie wir gesagt haben, der Beste. Ich denke auch, also der Blackies Pit, vor allem weil das ja quasi ein Pit-Report exklusiv Pit war. Mehr oder weniger. Nee, es waren ja schon ein paar Leute dabei. Will noch jemand eine Brezel im Ausverkauf für 2 Euro? Nein. Okay, dann können wir los. Meins. Aber ich bleib dabei, Columbia Halle, eine der besten Konzertlocations in ganz Deutschland. Schon. Was hast du gerade gesagt? Nicht? Nee, finde ich nicht. Wieso nicht? Weil du richtig stehen musst, damit die Akustik gut ist. Oder du holst dir einfach Ohrstöpsel, dann kannst du dich auch direkt vor die Box stellen. Ja, dann ist die Akustik generell scheiße. Stimmt. Alter, die Hater wieder, ey, ohne Mist. Holt euch Ohrstöpsel, sonst könnt ihr irgendwann gar nicht mehr gehen und dann nur noch mit Hörgerät und dann fietscht's im Ohr, Alter. Hast du da Bock drauf? Ist es das, was du willst, du Seppa? Ist es das, was ihr wollt? Ja! Eieiei. Also ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass das die Tour des Jahres war, jetzt schon im Februar. Ich weiß nicht, was für eine Kombi da noch drüber kommen soll, weil alle Bands passen einfach so gut zusammen. Alle drei Frontmänner haben den Hang, immer irgendwo hoch zu klettern. Und generell, die Fanbases passen auch gut zusammen. Einfach nur geisteskrank. Wir fahren jetzt wieder nach Hause. Die Abreise ist Gott sei Dank ein bisschen kürzer als von Köln. Sofort Bier in die Kralle. Sofort Bier, Alter. Sofort. Cool. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Kommentiert, wo wir uns demnächst im Pit sehen. Abonniert den Pit Report, um weitere News, Reviews, Vlogs und Berichte rund um die Live-Branche nicht zu verpassen. Und wir sehen uns im Pit. Was? Du musst noch einen Piss-Report machen? Wir brauchen einen Piss-Report. Körperpflege und Hygiene. Hast du davon schon mal was gehört? Das sieht schmerzhaft aus.